Ja, hallo und guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leine los, eurem Musik- und Kulturmagazin für Hannover und den gesamten Raum Norddeutschland. Verantwortlich für die Sendung und auch am Mikrofon hört ihr wieder Robert Hamann und die Technik, wie sonst auch immer, macht Andreas Elfers. Ja, wir präsentieren euch an einem neuen Sendeplatz jetzt für die nächste Stunde interessante neue Songs und Konzerte, die demnächst anstehen, wo wir sagen, da müsste man eigentlich unbedingt hingehen. Und ja, der neue Sendeplatz ist jetzt am Mittwoch, sind wir jetzt auf dem ETA hier von 21 Uhr bis 22 Uhr, jeden zweiten Mittwoch im Monat. Wir freuen euch, wenn ihr einschaltet. Wir freuen uns auch, wenn ihr am Nachgang euch die Sendung nochmal ansehen wollt. Ihr könnt euch das Ganze nämlich ansehen bei YouTube unter Leine los Hannover oder aber auch die einzelnen Songs anhören unter Spotify, ebenfalls Leine los Hannover. Ja, legen wir gleich mal los mit der ersten Band. Und zwar sind das ja schon alte Haudegen, muss man sagen, die White Lies. Die White Lies aus England wurden vor gut 10 Jahren gegründet. Und ja, die machen ja so New Wave, Post-Punk-artigen Sound. Und ihr hört gleich von denen, von ihrem Debütalbum To Lose My Life, den größten Hit, den sie auch so mit so hatten. Das war der Song Death. Die hatten so ein paar andere jetzt auch, aber das ist eigentlich mit so der schönste und netteste. Und die kommen nämlich, die White Lies, kommen am 24.02. nach Hamburg in die Markthalle. Und ja, wer da hingehen möchte, kann sich das Ganze live anhören. Hier erst einmal von Konserve, White Lies mit Death.